Ihr braucht keine Angst haben, es ist nichts passiert, gell? Ich bin nicht allein da. Nein, die Dietlinde braucht nur heute etwas länger in der Maske. Ja, weil sie ist schon aus der Medität heraus, gell? Ich bin ja in der Pubertät und sie war in der Medität. Und seitdem ist sie ein bisschen anders. Hm? Sie tut sich schon selber schminken. Aber heute lässt sie sich schminken, gell? Und haben wir getrennte Garderoben, ich habe nicht reinschauen dürfen. Sie hat nur gesagt, bleib draußen, ich komme, du wirst mich nicht wiedererkennen. Sie wird mich überraschen. Ja, ich bin neugierig. Ja, hat sie gesagt. Dietlinde? Mhm. Bist das wirklich du? Ja. Na Gott sei Dank. Ich bin aber geschminkt, nicht so wie die Priya. Na Gott sei Dank. Ja. Weil ich weiß, wie du normal ausschaust, weil sonst hätte ich mich direkt verlieben können in dich, Dietlinde. Und das wollte ich vermeiden. Dietlinde, schau, ich will jetzt auch nicht, aber jetzt sei ehrlich. Jetzt gehst du wie oft zweite Klasse Volksschule? Nicht abstreiten, ehrlich sein. Neunmal, ich sag's gleich. Du machst heuer das 10. Schuljahr in der Volksschule. Super, gestern habe ich erst 9. Schuljahr gemacht und heute schon das 10. Ja, du möchtest ja nicht glauben, wie schnell die Zeit vergeht. Du machst das 10. Schuljahr, streit nicht. Weil kein Blödsinn, ich habe im Sommer sogar eine Nachprüfung gemacht, dass ich in die 3. komme. Und? Durchgeflogen. Der Lehrer hat gesagt, wir sehen uns wieder, wenn die Blätter von den Bäumen fallen. Du meinst im Herbst? Ja. Und wieder um? Ja. Aber dann? Durchgefallen. Wieder durchgeflogen? Ja. Wieso wieder? Weil er die gleichen Fragen wie im Sommer gestellt hat. Nicht, Lydia, du bist so. Ja, aber ich. Schau. Ich bin ja jetzt ein. Zähne gewesen, gell? Und ich bin ja normal unterwegs. Du weißt, ich bin heuer das erste Jahr im Gymnasium. Wo bist du? Im Gymnasium. Was ist denn da schon? Das ist neben der Volksschule. Und weil ich hingehe, heißt es Gymnasium. Du gehst ins Gymnasium? In das Gymnasium, wo man Latein hat. Ich kann schon Latein. Ja, geh um. Hast du schon gesehen, was du davon hast? Jetzt sei nicht so. Wieso ja, geh um. So schnell kannst du gar nicht schauen, hast die Matura. Das wär's das ganze Leben nicht mehr los. Na, aber ich gehe in das Gymnasium, wo man Latein hat. Erstens will ich einmal Apotheker werden und zweitens kann ich schon was ein bisschen. Was willst du werden? Ich kann schon ein bisschen Latein. Vor kurzem hat sich die. Wir haben ja schon eine Frau Professor. Wir haben keine normale Lehrerin mehr. Eine Frau Professor. Die hat sich so vor mir umgestellt, hat sie gesagt: Hans Wernerle, was ist das für eine Zeit, wenn ich sage, ich hätte nicht geboren werden sollen? Dann habe ich sie angeschaut, sage ich: Das kann ich Ihnen auf Latein sagen. Das ist ein Preservativum Defectum. Hab ich gesagt. Ja. Frau Professor, das ist so wichtig. Heute Samstag haben wir ja keine Schulgruppe, aber gestern bin ich zu spät gekommen ins Gymnasium. Da hat die Frau Professor gesagt, Hans Wernerle, du kommst schon zu spät, warum denn? Habe ich gesagt, Frau Professor, stellen Sie Ihnen vor, ich bin überfallen und ausgeraubt worden. Bist du? So, ich habe gesagt, um Himmels Willen, was hat man denn dir gestohlen? Habe ich sie angeschaut, sage ich, Gott sei Dank nur das Hausübungsheft. Hans Wernerle, ja. Ich hätte eine Bitte. Ja. Komm wieder zurück in die andere Schule. Nein, ich bleib lieber im Gymnasium. Weil da haben wir zum Beispiel Sexualunterricht. Wir haben Sexualunterricht. Und eine Lehrerin, die Blinde, die ist sowas von junger geht's gar nicht mehr. Die hat ihre, ich glaube, das war überhaupt ihre erste Sexualunterrichtsstunde, was sie bei uns gehabt hat. Ja, die hat aber nicht gedacht, dass ich drin sitze.
Die ist einer gekommen, greift in ihr Taschen eine und holt was längliches, Gummiartiges heraus. Hat sie gesagt, Kinder, wisst ihr, was das ist? Haben alle geschrien, ein Luftballon. Hat sie gesagt, nein, das ist ein Präservativ. Ah, was? Ein Präservativ. Hat sie aber gleich gesagt, man sagt auch Kondom dazu. Hat der Franzi aufgezeigt, hat er gesagt, Frau Lehrerin, Frau Professor, hat er gesagt, ich weiß, ein Kondom, mein Papa sagt immer, ein Kondom ist die kleinste Kirche der Welt. Sag sie, wie kommst du darauf? Sag er, der Papa sagt, da drin kann nur einer stehen. Kennst du nichts aus? Wir machen Sexualunterricht und da haben wir halt gelernt, was wir Mädchen einmal kriegen werden. Was kriegst ihr? Demonstration. Das heißt, du wirst einmal mitmarschieren mit ein paar Depperte. Ein paar Pflastersteine schmeißen. Na! Ein paar Spruchbänder in der Hand halten. Das, nicht so eine Demonstration, eine andere. Es gibt so und die Linde, die verstehe ich auch nicht. Nicht, zum Beispiel Religion. Wir haben in der Volksschule immer in Herrn Pfarrer in Religion. Ja, und? Und der Pfarrer, der hat bei uns ja die Christen Schwierigkeiten gehabt. Warum? Weil wir einen Nachbar haben, der hat einen Hund. Gell? Und der ist mit dem Hund zum Pfarrer gegangen und hat gesagt, Herr Pfarrer, taufen Sie den Hund. Und der Pfarrer hat gesagt, ich taufe keine Hunde. Dann hat mein Nachbar gesagt, bitte taufen Sie den Hund, der gehört zur Familie. Dann hat der Pfarrer gesagt, ich taufe keine Tiere. Dann sagt mein Nachbar, ich gebe Ihnen 3.000 Euro für die Kirche. Und da sagt der Pfarrer, okay, wenn es unter uns bleibt, taufe ich den Hund. Und dann hat er den Hund getauft. Echt? Aber ist nicht unter Seen geblieben. Nicht. Haben wir, nach 14 Tagen haben wir es alle gewusst. Und nach einem Monat der Bischof. Dann hat der Pfarrer aber runtermüssen zum Bischof. Hat er runtermüssen. Dann sagt der Bischof, Herr Pfarrer, sind Sie wahnsinnig, wie konnten Sie einen Hund taufen? Dann sagt er, ja, wissen Sie, der hat da 3.000 Euro für die Kirchen umgelegt. Dann schaut der Bischof dem Pfarrer und sagt, Herr Pfarrer, falls der Hund einmal gefirmt werden will. Ringe sind verteilt. Ringe sind verteilt. Ja. Na. So, das ist der Bischof. Unser Pfarrer hat sogar selber einen Hund. Und eine Kehin. Ja, die kocht den Hund. Da war einmal der Bischof. Wie schaut denn der überhaupt aus? Der Bischof, der hat so ein buntes Gewand an und hinten hat er so ein Satzschüssel am Schädel. Das ist der Bischof. Warum, fragst du? Na, hab ihn gestern getroffen. Wo? Ich bin von der Schule heimgegangen, ist neben mir so eine schwarze Limousine stehen geblieben und dann ist das Fenster runtergegangen und dann sind er drin gesessen mit so einem pinkfarbenen Kompottschüsseln am Schädel. Was ist der Bischof? Und dann so eine breite Bauchbinde. Was ist der Bischof? Hat der einen Nobelbruch? Das weiß ich jetzt nicht, aber das ist der Bischof. Der hat mir angeschaut, sogar Mädel, wie komme ich am schnellsten Weg zum Pfarrhof? Dann hab ich gesagt, das sage ich dann nicht. Dann sag ich, frag dich noch einmal, wie komme ich am schnellsten Weg zum Pfarrhof? Dann sag ich sag's dir. Die nicht. Kinder, du musst doch sagen. Du ich hab's ihnen aber nicht gesagt. Sei zornig geworden. Sag okay, wenn du nicht sagst, wie ich zum Pfarrhof komme, kommst du nicht in den Himmel. Dann hab ich gesagt, und du nicht zum Pfarrhof. Was hast du gesagt? Und der hat immer einen Hund. Der Pfarrer hat einen Hund, was er, der Pfarrer hat einen Hund und der Bischof ist noch echt umgekommen zu ihm. Er sagt, wo schlafen Sie, Herr Pfarrer? Dann hat der Pfarrer das Zimmer gezeigt, ein Doppelbett drinnen. Er sagt, um Gottes Willen, wer schlaft denn da? Der Hund daneben? Nein, die Kehin. Hat der Pfarrer gesagt, um Gottes, der Bischof, um Gottes Willen, Herr Pfarrer, was passiert, wenn Sie Gelüste kriegen? Dann sagt er, dann nehme ich den Hund und laufe fünfmal um die Kirchen. Dann sind die Gelüste vorbei. Und wenn die Kirchen Gelüste kriegt, sogar dann geht die mit der Käfen. Und sogar wenn ihr alle beide Gelüste bekommt, sogar dann fetzt der Hund allein um. Wie ist das? Aber heute sitzt du eh schön ruhig. Gestern hast du. Was hast du denn gestern? Ja, gestern habe ich eine neue Unterwäsche angehabt. Gestern? Mhm. Und? Die hat so gejuckt. Hast du einen Ausschlag gekriegt? Von der neuen ja, Unter? Ja, ja, ich glaube, ein bisschen. Wird der Reizwisch gewesen sein, nicht, Linde? War sicher ein Reiz. Ich bin nicht so blöd, das ist ein depperter Wisch. Warum? Die hat hinten ein Dreieck und vorne. Vorne ein Dreieck? Nein, hinten. Vorne. Dann habe ich sie verkehrt umgezogen.
Dietlinde, das ist ein Tanga. Mein Papa sagt zu diesem Tanga immer Hämorrhoidenraspel. Ja. Ja. Dietlinde. Hi, Sanderle. Ja. Ich bin nicht einmal den ganzen Tag in der Schule. Du bist, ja, wenn du eingesperrt bist. Nein, wenn die Mutti die ist halbtags beschäftigt, ja. Gell? Und dann bin ich den ganzen Tag drin. Was tust du? Essen. Ja, echt, ich gehe essen und neulich habe ich das Essen geholt und dann bin ich zu einem Tisch gegangen, wo ein Lehrer gesessen ist, es war nirgends mehr ein Platz. Gell? Dann habe ich gesagt, darf ich da her sitzen? Dann habe ich einfach niedergesetzt. Weißt du, was der zu mir gesagt hat? Ja. Seit wann essen Adler und Ratten an einem Tisch? Adler und Ratten? Und das hast du da gefallen gelassen? Nein, ich habe ihn angeschaut und sage, was hab ich jetzt gesagt? Sogar seit wann essen Adler und Ratten an einem Tisch? Dann habe ich gesagt, entschuldigen, ich flieg schon weiter. Was hast du gesagt? Das gibt aber eh. Dietlinde, ihr habt ja noch die normalen Schulbücher, gell? Aber mir mal. Die normalen Schulbücher, wo es normal. Normale auch, oder ja, sicher, die haben wir mir jetzt. Und da steht alles mit Ihnen und so. Du musst alles so mit weiblicher Form. Echt? Du wirst dir nicht gar nicht glauben. Da steht zum Beispiel Grüß Göttin. Nicht mal Grüß Gott, Grüß Göttin. Beim Wetterbericht steht und morgen bläst wieder die Föhnin. Und die haben auch weitergeplattelt, da hätte man noch gar nicht sein dürfen. Die Linde, weißt du überhaupt, das heißt gar eine Minute. Was? Nein. Was ist denn das wieder? Weißt du, wie das jetzt heißt? Nein. Vaginale Fachverkäuferin. Die Linde, ja. Mir ist Hass. Was ist ja? Hass. Was heißt das? Mir ist Hass. Ja, ich hab verstanden. Was fragst du so blöd, was heißt das, wenn ich so mir... Gesagt, mir ist Hass. Gestern hast du gesagt, dir ist der Fuß eingeschlafen. Ja, das auch noch. Dem Geruch noch ist er tot, Dietlinde. Was willst du damit sagen? Das machen wir da fern. Danke, ja. Für genau. Dich. Genau, für dich.